Ja, Glück auf und guten Abend. Ja, ich würde gerne viel über das Spiel analytisch sprechen und viel sagen, dass die Jungs heute wirklich 90 Minuten Fight abgeliefert haben, dass wir in Führung gegangen sind und dann diese Szene am Ende noch ja, gegen uns gepfiffen bekommen haben. Und ich bin wirklich schon ein paar Tage dabei im Profifußball und das, was hier heute passiert ist, boah, mir fehlen echt die Worte, muss ich sagen. Ich habe mir die Szene, ich weiß nicht wie oft, angeguckt. Es ist Handspiel vom Werder Bremen-Spieler. Danach lässt er sich fallen, weil er den Ball zu weit vorlegt. Herr Dengert im Videokeller hat keinen Druck, wie wir hier alle im Stadion. Es ist kein hoher Puls im Videokeller. Er kann sich die Szene 100.000 Mal angucken, ganz in Ruhe. Eine Frechheit schon, dass er den Herrn Stieler dann noch rausschickt, dass er sich die Szene angucken soll. Und dass dann ein Elfmeter nochmal dabei rauskommt. Also, das habe ich wirklich, das habe ich noch nie erlebt. Und ich bin kein Trainer, der irgendwie bis jetzt über Schiedsrichterleistungen oder Schiedsrichterentscheidungen jemals was gesagt hat. Das ist nicht mein Stil, weil ich denke, dass die Leute versuchen, immer das Beste rauszuholen. Aber was das heute betrifft, das hat heute alle Rahmen gesprengt. Alle Rahmen gesprengt. Und die Leute sollten sich echt hinterfragen, ob das auch der richtige Weg ist. Uns wird immer vorgegaukelt, das ganze Spiel über, jedes Spiel, respektvoll miteinander umgehen. Machen wir eine Handbewegung, heißt es Hände runter. Das ist nicht in Ordnung gegen den Schiedsrichter. Hier beschweren, da beschweren. Nein, 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 bleibt ruhig, setz dich auf die Bank. Aber wenn sowas dann passiert, dann sollen wir die Ruhe behalten und solche Entscheidungen gegen uns einfach laufen lassen. Und das war heute wirklich, das war zu viel. Das war viel zu viel und das war heute eine Frechheit. Der Elfmeter war heute eine absolute Frechheit, wie ich sie noch nie erlebt habe. Und den Leuten ist das egal. Den Leuten ist egal, was in der Kabine ist. Ob die Jungs niedergeschlagen sind, mit der ganzen Truppe am Boden liegen, kaputt sind, weil sie sich 90 Minuten den Arsch aufgerissen haben, die Jungs, weil sie alles rausgeholt haben. Unsere Fans haben uns fantastisch unterstützt. Sie fahren über 1000 Kilometer, damit sie hinkommen und sich das Spiel anschauen. Und dann sowas zu bekommen, das ist eine absolute Frechheit. Eine absolute Frechheit. Und heute ist eine sehr, sehr große Wut da. Wir müssen aber trotzdem schauen, dass wir das jetzt in die richtige Bahn kanalisieren, runterkommen, uns erholen. Und dann müssen wir nächste Woche ja, diese Energie einfach mitnehmen und dann ein positives Gesicht zeigen. Denn die Jungs, ich habe denen das auch gesagt jetzt nach dem Spiel, die können wütend sein, die sollen auch wütend sein nach so einer Aktion. Aber nächste Woche gilt es dann wieder, eine gute Leistung abzuliefern. Mich freut es für Simon heute, dass er auch endlich diese Diskussion aufgehört hat, dass er sein Tor gemacht hat. Und jetzt schauen wir, dass wir nach vorne schauen und sammeln und uns gut vorbereiten auf die nächsten Gegner. Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.